Hallo, mein Name ist Joachim Brakhage von Nova Technitool und ich bin hier bei Neureiter Maschinen und Werkzeuge, um Ihnen einen Überblick über unsere neue Nova Viking Bohrmaschine zu geben. Wie Sie sehen, handelt es sich bei einer Tisch- und Standbohrmaschine der Mittelklasse um eine gut konstruierte, robuste Maschine. Die Größenkapazität dieser Maschine ist äußerst vielfältig. Mit einer Abmessung von 20 cm von der Säule bis zur Pinolenmitte und 11 cm Pinolenhub, um zum Beispiel Kugelschreiber-Rohlinge ganz durchzubohren. Auf Wunsch bietet dieser DVR-Motor viele Funktionen. Wenn Sie jedoch nur ein einfaches Loch bohren wollen, schalten Sie einfach die Maschine ein, stellen Sie den Drehzahlregler ein und bohren Sie Ihr Loch. Diese einfache Bedienung zeigt bereits den Wert der Maschine. Die Wahl der gewünschten Geschwindigkeit dauert nur wenige Sekunden, spart Zeit und verhindert, dass Sie sich Ihre Finger klemmen. Das wichtigste Merkmal der Viking ist unser exklusiver DVR-Direktantriebsmotor, der für eine Maschine dieser Klasse eine überlegene Leistung bietet und über einen reaktionsschnellen, variablen Drehzahlbereich von 50 bis 6000 Umdrehungen pro Minute verfügt. Der Rotor ist die Spindel, egal ob bei unseren Drechselmaschinen oder Bohrmaschinen. Der Stator ist eine um einen Eisenkern gewickelte Kupferspule und wenn Strom hinzugefügt wird, wird daraus ein Elektromagnet, der den Rotor oder die Spindel antreibt. Ein optischer Encoder wird verwendet, um die Position des Rotors, die Spindel, jederzeit mit einem Mikrocomputer zu überwachen. Dies gibt der Viking die Möglichkeit, das Drehmoment oder Leistung anzupassen, sodass die Umdrehung unabhängig von Material konstant bleibt. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass diese Maschine nur die gerade benötigte elektrische Leistung verbraucht. Aufgrund des eingebauten Computers sind wir auch in der Lage, viele nützliche Funktionen zu integrieren. Auch hier, wenn Sie nur ein Loch bohren wollen, schalten Sie die Maschine ein, passen Sie die Geschwindigkeit nach Bedarf an und bohren Sie Ihr Loch. Zwei von diesen Funktionen, die wir einstellen können, ist zum Beispiel eine Tiefeneinstellung oder Set Depth. Hier können wir jetzt genau eine Tiefe von einem Loch einstellen, konfirmieren und natürlich muss die Maschine wissen, wo der Anschlag ist. Dann stellen wir die Maschine an. Und Sie sehen sofort, und die Maschine geht dann automatisch rückwärts, um das Loch sauber zu machen. Diese selbe Funktion können wir dann auch mit einem Self-Start oder Selbstanstellen anfangen, dass wir die Maschine nicht immer ein- und ausstellen müssen. Also geht das so einfach weiter. Wieder den Tiefenanschlag. Und Rückwärtsgang, um das Loch perfekt sauber zu machen. Eine weitere praktische Funktion, dass der DVR-Motor erlaubt, ist, wenn man zum Beispiel einen Schnellspannfutter benutzen will, kann man die Taste halten für 5 Sekunden und dann hält der Motor jetzt die Spindel fest, sodass man das Schnellspannfutter anschließen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nova Viking viele benutzerfreundliche Funktionen bietet und eine vielseitige, einfach zu bedienende Crossover-Maschine ist.